Und da kommen auch ziemlich, also ich sag mal so, die geilsten Künstler, die ich so kenne, die, also die nicht nur so, ach, die sind ganz cool oder so, sondern die wirklich tiefgreifend geile Sachen machen, die kommen fast immer aus England so oder haben irgendwie so englische. Das ist so krass. Ja, ich Also, finde es ja allein schon denkst du cool, so, wow. wie viel besser da zum Beispiel das Radio und alles ist. Ich meine, das ist ja richtig modern oder so. Wenn ich jetzt hier bei uns Radio höre, dann, oh mein Gott, dann ist entweder die komischen Echt? Standard-Club-Mixes, die kein Mensch mehr hören kann, oder irgendwie ganz normalen alten Schlager-Abklatsch. Also richtig coole, innovative Sender gibt es dann vielleicht noch M94.5, das Aus- und Fortbildungsradio. Aber das war's dann auch schon wieder. Und das ist dann halt auch wieder immer sehr abhängig davon, wann du hörst, weil die haben halt sehr viel verschiedenes Programm Aber gut, und in manches Deutschland kann ist ich das dann auch sehr echt nicht regional. hören. Und dann, ja. Aber ansonsten ist das halt irgendwie, ich weiß nicht, taugt mir jetzt nicht so. Weil wenn, also bei uns zum Beispiel gibt es ja 1Live, Westdeutscher Ja. Rundfunk. Und ich muss sagen, das ist wirklich an für sich ein ziemlich geiler Radiosender. Also die machen auch irgendwie, die spielen auch Musik, die einfach, wo du gar nicht erwartest, dass dass das Leute hören, so, keine Ahnung. Die haben jetzt 20. Geburtstag gehabt, die sind also genau im selben Jahr gegründet worden, wie Ja, ich ich hab's geboren auf wurde. Twitter gesehen, Ziemlich dass cool. das geschrieben wird. Genau. Genau, und dann haben die auch so ihre Top 100 der User, also die Community, es gibt so ganz eingeschworene Leute, die viel 1Live hören, so. Ne? Das ist natürlich auch so ein Radiosender, den viele einfach so mitnehmen, aber da gibt es auch irgendwie so ganz auf der Website so eine ganz große Forum-Schüssel und keine Ahnung, was weiß ich nicht alles. Aber dann haben die User halt ihre Top 100 der Songs irgendwie so oder wurden zusammengestellt, was die User am liebsten gehört haben in den letzten Na. 20 Jahren. Da ist es dann einfach mal auf Platz 1, die Ärzte schreien nach Liebe, so, und nicht irgendwie, keine Ahnung, irgend so ein schlechter amerikanischer Popsong oder so, sondern halt, Na. das fand ich schon ganz cool Ja, so. gut, aber trotzdem, was mir halt zum Beispiel oftmals fehlt, ist halt irgendwie, dass mal ein Radiosender gibt, der einfach mal kleine Künstler oder so hat, vermehrt, häufig, und Machen die auch. weil das fand ich dann zum Beispiel wieder. 1Live Plan Ach D. so, ja. Weil, also da zum Beispiel Läuft immer so ab Turin oder 20 Uhr. so kenne ich von M94.5, habe ich den das erste Mal gehört. Und sowas finde ich halt schade, dass es da eigentlich nicht vermehrt gibt. Und deswegen bin ich ja eigentlich hauptsächlich nur noch auf Online-Streaming-Zeugs unterwegs, wie Soundcloud und so Zeug, und höre mir da meine Musik an. Aber, ja. Also die Featuren. Also natürlich ist es halt ein großer Radiosender, die können sich das jetzt nicht absprechen, da auch die Sachen, die halt irgendwo Ja, gerade klar. aktuell sind und so zu spielen. Aber die featuren halt auch immer irgendwie ziemlich viele Sachen, wo du so denkst, so, okay, das habe ich jetzt noch nie gehört. Keine Ahnung, bei 1Live Plan B läuft manchmal einfach nur so ganz, ganz komischer Deep House, so, Okay. wo du so denkst, so, wo haben sie den jetzt ausgegraben? So von irgend so einem kleinen Kackkünstler aus London oder so. Und dann sitzt da immer irgendeiner, der erzählt so, ja, er und er hat ja jetzt so einen neuen Mix rausgebracht, bla 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 bla. Und du denkst du so, ach so, kenne ich mich in der Szene nicht aus, aber das ist halt Na. so ganz cool. Oder die haben halt irgendwelche kleinen Rockbands, Punkbands und die empfehlen halt auch immer Konzerte von kleineren Leuten so auch immer mal wieder heute. Und dann machen die so, also hier halt regional so, ja, heute in, keine Ahnung, Düsseldorf und da in Köln ist heute das und das und hier und jenes und so. Also ich finde das schon ganz, ganz, ganz Das ist cool natürlich echt eigentlich. ganz cool, weil was ich dann auch zum Beispiel immer wieder vermisse bei den Radiosendern, wäre dann irgendwie so Themen, wo dann, was ich, mal verschiedene Musikrichtungen mal längere Zeit gespielt wird. Das ist eben auch halt nur bis jetzt das Einzige, was ich da kenne, ist M94.5, was das ab und an mal irgendwie macht. Aber sonst, ja, keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwann halt aufgehört, das Ganze zu hören, weil ich mir dachte, ja, brauche ich nicht. Und Ja, ich höre jetzt auch keinen Aktivradio, halt nur im Auto. ja, und so ist es dann zustande gekommen, dass ich eigentlich kaum noch Radio höre. Und das finde ich halt ganz cool, weil ich glaube, also zumindest so wie ich das mitgekriegt habe, ich habe es jetzt auch nie aktiv gehört, und da kann deswegen auch gut sein, dass ich komplett daneben liege. Aber so wie es mir geschienen hat, ist, was weiß ich, ist der BBC-Radio da zum Beispiel deutlich besser, und generell BBC. Aber Ja, BBC, also ich habe BBC ja auf YouTube abonniert. Was sie da machen, das ist so geil. Also ich feiere die so sehr, weil die auch einfach, da kommen die ganze Zeit irgendwelche bekannten Künstler hin, so. Und dann, keine Ahnung, tauschen die untereinander immer ihre Sachen aus. Dann
covert der eine das von dem und der andere das von dem und dann machen die hier wieder davon eine komische Version und so. Solche Ist Sachen. Ja, okay. das gibt es hier ja Schon nice. selten, wobei bei 1Live war das letztens auch so ein bisschen mehr. Da hat zum Beispiel natürlich deutsche Künstler auch viel, ne? Clouseau hat dann auch irgendeinen Scheiß da gecovert. So. Also, ist auch ganz cool dann gewesen. Okay, das ist natürlich ganz nice. Naja, gut. England voll fisch. Auf was ich dann ursprünglich auch noch zu sprechen kommen wollte, weil ich es jetzt schlussendlich geschafft habe, seit langem, außer du wolltest zu dem Thema noch was sagen, vielleicht? Ich weiß nicht, dass ich dich. Nö. Okay, und zwar habe ich dann nach langem Hin und Her es schlussendlich geschafft auf dem alten Laptop meiner Mom, weil die ja momentan mein Surface 2 benutzt, da ich mir ein Surface 3 geholt habe. Also ein Surface Pro 3, muss ich jetzt ja sagen, weil jetzt ja das normale Surface 3 Was, ich draußen folge ist. Bill Gates nicht mehr. Und deswegen stand der eigentlich nur dumm rum und sollte eigentlich eh weggeworfen werden, weil es halt schon uralt ist, hat irgendwie noch so einen alten Pentium Ich Dual kenne das Core noch. mit 1,7 GHz drin und 2 GB RAM. Aber ich habe So von wegen, lass mal was darauf schneiden. Ja, Moment, der muss erstmal eine Viertelstunde hochfahren. Das ist Windows ja, Vista. Vista kam noch erschwerend hinzu, das stimmt, das habe ich ganz vergessen. Also eigentlich kann man sagen, es war 1,7 GHz mal 1 GB RAM. Und ja, und der stand halt dumm rum und habe ich mir gedacht, ja gut, eigentlich könnte man den, also eigentlich war es geplant, den wegzuwerfen, weil halt auch der Akku funktioniert nicht mehr und das ist halt einfach alt und kaputt und innen höchstwahrscheinlich komplett, der besteht höchstwahrscheinlich nur noch aus Staub, zumindest schnauft der schon ziemlich. Und ich habe mir jetzt gedacht, ja gut, in letzter Zeit geht da irgendwie so auf und ab und bla und Windows 10 ist ja jetzt ganz groß im Kommen und ich interessiere mich ja auch so ein bisschen für so Technik-Krimskrams, arbeite da auch dementsprechend in meinem Nebenjob zur Schule hin in einem Technikladen und da habe ich gedacht, ja gut, jetzt habe ich ja eigentlich ein Gerät, wo ich die Windows 10 Technical Preview einfach mal draufschmeißen könnte, weil auf meinem Hauptrechner will ich sie natürlich nicht drauf haben und auch nicht am Surface, weil es, wie der Name schon sagt, eine Technical Preview ist und dementsprechend natürlich auch viele Bugs hat, gerne mal abstürzt, einfach auf dem Hauptarbeitsgerät nicht zu empfehlen ist. Wobei es mittlerweile, glaube ich, sogar wieder geht, aber trotzdem will ich's, brauche ich das Added-Risiko hier nicht, da mich Ewigkeiten rumzuärgern. Und habe es dann jetzt versucht, da eben da drauf zu werfen, um dann festzustellen, dass das bei Vista gar nicht mal so einfach ist, weil die Sache ist die, wenn du Windows 7 hast oder Windows 8, ist es kein Problem, weil dann machst du es einfach wie so ein Software-Upgrade. Ziehst es drauf, führst es aus und bla. Aber Vista ist schon zu alt. Da geht es nicht mehr, da musst du es komplett neu mit CD oder vom USB-Stick aus booten und dann ging es los, ja. Dann habe ich einen USB-Stick gebraucht mit mindestens 4 GB. Fuck. Weil ich habe schon Ewigkeiten keinen USB-Stick mehr. Ich hab zwar einen, aber der hatte nur 3,66 GB, was theoretisch 4 sind, weil die Leute immer gerne aufrunden, aber es hat irgendwie dem Programm nicht genügt. Und dann hatte ich schon das Problem, ja scheiße, was mache ich denn jetzt? Irgendwie meine ganzen USB-Sticks sind irgendwann mal in irgendeinem Äther verschwunden, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wo sie sind. Und dann ist mir irgendwann gekommen, ich hatte doch mal irgendwo DVDs. Da habe ich mir schon gedacht, oh Gott, DVDs, das wird wieder nichts, weil ich habe mir schon mal DVDs gekauft, rewritable, um halt irgendwie mal Daten umherzuschieben oder was weiß ich was. Die haben aber nie so wirklich funktioniert. Und ich weiß nicht warum, es wollte einfach immer nie. Das Laptop wollte ich dann wieder nicht erkennen und dann hat es wieder nicht funktioniert und dann konnte ich wieder nichts draufspielen und nichts rüberbrennen und dann. Ja, ursprünglich wollte ich sie, glaube ich, ja stimmt, ich weiß, ich habe sie mir mal gekauft, weil ich an meiner Stereoanlage, die ich ja lange Zeit noch hatte und auch immer noch habe, die steht jetzt momentan im Wohnzimmer und hat die alte Stereoanlage meiner Mom ersetzt, die ist halt natürlich, wie der Name schon sagt, Stereoanlage schon etwas älter. Die war noch zur glorreichen Zeit der CD, die jetzt ja immer mehr verschwindet, und dementsprechend Leiden halt auch Gottes. nicht wirklich darauf ausgelegt, irgendwie sinnvoll da als gutes, ja gut, man konnte schon AUX-mäßig irgendwas anschließen, aber es ist halt schon entspannender, nicht dauernd den PC anhaben zu müssen, um irgendwas zu hören. Und einen USB-Anschluss hatte sie noch nicht. Und deswegen wollte ich mir CDs brennen. Das hat dann irgendwie nie so funktioniert. Und dann habe ich mir eben diese DVDs auch gekauft und die lagen dann jetzt eigentlich irgendwo nur rum und die habe ich dann verzweifelt gesucht und dann wollte schon wieder nicht funktionieren, dass ich dort die Technical Preview draufhau. Und dann habe ich Ewigkeiten rum, dann habe ich dann irgendwie an dem DVD-Laufwerk umhergereinigt und dann hat es irgendwie funktioniert, das drauf zu spielen.
da war da schon irgendwie so 3 Uhr oder so, wo ich das angefangen habe. Das hat dann auch noch mit mega langsam irgendwie drauf gespielt. Ich weiß auch nicht warum, höchstwahrscheinlich, weil das CD-Laufwerk einfach alt und crappy ist in dem Laptop. Ich meine, der ist schon über 7 Jahre alt. Und ja, hat dann halt irgendwie so seine 45 Minuten da den Scheiß drauf gespielt. Ich halb tot, total müde, wollte es aber unbedingt noch fertig kriegen. Und dann habe ich angefangen, das drauf zu spielen, so weit, so gut. Von der DVD aus dann gebootet, mit BIOS umhergebastelt. Okay, es war nicht so viel BIOS umhergebastelt, aber trotzdem. Und dann hieß es, ja, bla, Dateien fehlen. Dann konnte er wieder die Disk nicht lesen. Ewigkeiten hin und her. Und jetzt habe ich es schlussendlich geschafft, nachdem sie es auch dauernd wieder aufgehangen hat, weil irgendwas mag Windows 10 an dem Laptop scheinbar nicht, dass es läuft. Und ich kann es benutzen. Und ich muss sagen, dafür, dass da drin nur ein 1,7 Dual-Core und 2 GB RAM ist und die Festplatte alt und langsam und das ganze Ding alt und langsam, läuft es vergleichsweise gut. Die Animationen sind schön und flüssig und also es ist dem System entsprechend schnell, vor allem im Vergleich zu Vista. Gut, das ist auch nicht so die Kunst, aber ja, das ist schon ziemlich cool. Schade ist halt leider, dass das Ding aufgrund seines Alters kein Touchscreen hat, weil das würde ich schon gerne, weil das ist ja gerade was, was mich bei Windows 10 sehr interessiert. Windows 10 versucht ja so das bessere Windows 8 zu sein. Und schlussendlich diese Kombination aus Touch-Bedienung und Maus-Bedienung zu schaffen. Das sie ja dann gemacht haben mit ihrem tollen Continuum-Modus, wo du dann so gesagt umstellen kannst zwischen mausoptimierter Bedienung und touchoptimierter Bedienung und es halt so on the fly gehen. Und geht es eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen, in dem Ausmaß, in dem ich es testen kann. Und ja, das hätte ich halt gerne noch mit einem richtigen Touch-Display getestet gehabt, aber naja, man kann nicht alles haben. Aber an sich, wie gesagt, bin ich doch tatsächlich überrascht, wie cool das Ganze doch ist. Vor allem, weil dann dadurch, dass du jetzt ja Apps im Fenster ausführen kannst, machen die auf einmal auch viel mehr Sinn. Und ich freue mich schon, weil viele sagen so, wofür brauche ich Apps am PC? Die Sache ist aber die, dass Apps zumeist deutlich besser funktionieren als Web-Apps. Weil Web-Apps, wie der Name schon sagt, übers Internet läuft und das ist langsam. Im Zweifelsfall. Zumindest meins. Ja gut, okay, es geht. Meins ist mittlerweile eigentlich durchschnittlich. Aber ich finde trotzdem, dass Programme meist doch ein besseres Ergebnis, also ein besseres Feedback liefern, auch von der Bedienbarkeit jetzt im Vergleich zu Web-Anwendungen, die halt einfach nur eine Website sind. Und deswegen mag ich Apps ganz gern. Das ist dann ganz cool, wenn ich dann irgendwie so eine Soundcloud-App und so Zeug habe und shit. Vor allem sollte das ja auch alles dann noch an die Xbox kommen. Und dann auch noch, was mich auch noch sehr freut, ist, weil ich ja ein Freund davon bin, wenn alles hier so flawless und seamless miteinander interagiert, ein paar teite Anglizismen raushauen hier. Und das soll ja auch noch besser werden mit Windows Phone und Windows 10, dass das besser nochmal zusammenarbeitet. Und da freue ich mich schon drauf. Weil ich muss sagen, ich habe ja, und damit beende ich dann auch meine Laberwand, ich habe mir mein Surface Pro 3 in einem Bundle gekauft, wo auch Office 365 dabei war. Und zwar die Personal Edition. Und die Personal Edition erlaubt es dir, auf einem PC und auf einem Tablet zu installieren. Da coolerweise das Surface Pro 3 als Tablet zählt, konnte ich es auch noch auf meinem PC installieren. Ich muss sagen, der Übergang ist wirklich echt, also zumindest solange man mit dem Internet verbunden ist, echt fließend. Also ich bearbeite ein Dokument an meinem Surface, starte Word an meinem Rechner und kann direkt einfach klicken und bin dort, wo ich aufgehört habe. Also innerhalb von 2 Sekunden, das ist echt cool. Ja, ich bin mal. Muss immer noch gucken, was ich mir denn hole. Oder wie Stimmt, und du bist ja wann. noch im Konflikt, gell? Du weißt ja noch nicht, ob du einen Ja. neuen PC oder. Aber wahrscheinlich hole ich mir jetzt doch erst das Surface und dann Ja, denke ich. spare ich nochmal auf dem PC. Ich denke, je nachdem, wie gesagt, was ich für einen Job bekomme, oder ob ich einen Job bekomme, oder ob ich zu faul bin, was auch immer sich da so ergibt, wird sich das diesen Sommer eh lösen, weil obwohl kommt auch darauf an, wie viel ich noch so rumreise. Aber weil dann habe ich halt einfach genug Geld, um mir direkt einen PC zu holen. Ja, klar. Letztes Mal habe ich 3 Wochen gearbeitet und 800 € geholt, also. Ja, klar, das geht dann schon ganz gut.
Das, ich würde auch noch ein bisschen warten, weil ich finde, dein PC ist jetzt momentan noch nicht so weit, dass er zu langsam wäre. Ja, aber er fängt an, mich zu nerven. Ja, die Sache ist die, du müsstest mal, versuch mal von Windows aus, dürfte das auch gehen, wenn du irgendwie unter Wiederherstellung oder so gehst, du musst ja davor deine Daten sichern, dann dürftest du das da auch irgendwie auffrischen können, dass er sich komplett neu installiert. Weil dann läuft es wirklich wieder vergleichsweise schnell. Das ist immer so. Man muss einfach Windows mal jedes Jahr oder so, sollte man theoretisch das mal neu installieren. Gut, mit Windows 8 und ich glaube Windows 10 ist es jetzt nicht mehr ganz so nötig, weil das sich selbst nicht mehr so zumüllt. Wie jetzt Windows 7 oder Windows Vista oder XP, das war ja extrem. Aber trotzdem sollte man so im 1, 2, 3 Jahre Takt muss man eigentlich das Ganze mal wieder neu installieren, dann wird es deutlich schneller. Und es ist dann schon erfrischend. Und sonst so von der Hardware her ist dein PC ja jetzt nicht so schlecht, dass er jetzt eigentlich das, was du machen willst, nicht mehr kann. Also du kannst ja noch, ich glaube, du kannst ja noch die Spiele, die du spielen Naja. willst, noch ganz gut spielen. Und Videos rendern oder so ist jetzt auch noch nicht das Mega-Problem. Somit sehe ich jetzt die Dringlichkeit von dem PC jetzt nicht so gegeben. Wenn du studierst, finde ich es dann höchstwahrscheinlich ein Laptop, so wie unterwegs, Stöckelst auf den. wichtiger. Naja. Somit würde ich das machen. Vor allem, weil das Surface, muss ich sagen, also es ist ja schon sehr teuer. Man könnte fast sagen, gut, naja gut, es kommt immer drauf an. Viele Leute sagen ja gern, Dinge sind überteuert. Aber man muss natürlich auch mit einberechnen, was einem das Surface liefert, was andere Sachen nicht haben. Natürlich ist es dafür, was es jetzt rein an Leistung hat, ist es relativ teuer. Es hat, also das Surface zum Beispiel, das ich habe, hat in Anführungsstrichen nur einen i5, 4 GB Arbeitsspeicher und eine 128 GB SSD. Für die 949 Euro, die ich gezahlt habe, kann ich mir sicherlich irgendwo einen Rechner holen, der ein i7 drin hat, 8 GB Arbeitsspeicher und Da 512 GB kriegst du schon mehr als SSD. 8 GB. Ja gut, momentan ist glaube ich so. Also ich kenne keinen. Also Arbeitsspeicher ist momentan so richtig. Ach komm, wie viel willst du haben? 16? Ja, das Da, stimmt. kein Am Problem. Desktop auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, dass ich bei den Laptops, zumindest bei uns im Laden, sehe ich eigentlich, ist so die Obergrenze meist immer noch 8. Also da haben die Ja meisten immer gut, noch nur 8 aber drin. ich kann mich noch daran erinnern, als ich meinen alten PC Ja, gekauft, da wo also den 8 noch PC, so über richtig den wir jetzt viel war gerade im gesprochen Schnitt. haben, so 8 so, was, so Ja. viel? Nein, wow, so. Ne, und jetzt ist halt Ja, einfach so 8 mittlerweile so. schon fast wieder Ja, wenig. Also, Standard. Pretty normal. ja. Ja, auf jeden Fall gibt es das sicherlich, aber man muss natürlich auch bedenken, was das Surface natürlich hat, was dieser PC, der diese Leistung dann hat, nicht hätte, ist, es ist dünn. Es ist dünn und es ist leicht und es ist viel mitzunehmen. Einfach mitzunehmen. Viel mitzunehmen. Einfach mitzunehmen. Und das ist natürlich auch was, was man zahlt. Das vergessen die Leute immer gern. Natürlich, wenn ich mir nur die Spezifikationen ansehe, dann klar, natürlich gibt es Rechner für den gleichen Preis, die deutlich besser sind von der Leistung her und wo man sagen könnte, wow, das ist aber fett überteuert. Aber man bedenkt, oder viele Leute bedenken immer nicht, man zahlt ja natürlich auch mit, was an Entwicklung reingegangen ist, die Bauweise so dünn zu machen, dass es halt auch leicht und halt dünn ist, um es einfach mitnehmen zu können. Und dafür ist es halt wirklich cool. Dadurch, dass es ja eh so ein Tablet-Hybrid ist, finde ich, ist der Preis eigentlich ganz gut gerechtfertigt. Ja, ich sag mal so, worauf ich mich beim Surface, wenn ich das dann endlich habe, was ja hoffentlich nur noch so ja, ein, zwei Monate jetzt dauert, wirklich freue irgendwie. Keine Ahnung, ich bin da seit einer Weile schreibe ich ja ziemlich Ja. viel so. Also, so, keine Ahnung, Kurzgeschichten oder irgendwie sowas. Oder arbeite auch an ein paar Romanen. Und mein Problem ist, wenn ich unterwegs bin, dann habe ich manchmal so richtig komische Eingebungen, wo du dann so denkst, Alter, das muss ich jetzt sofort. Und dann kannst du nicht schreiben, außer auf deinem Oh Handy Gott, in ja. OneNote. Und da kann ich halt nicht viel schreiben. Da kannst du dann so sagen, okay, die Idee hatte ich. Du machst das in zwei Stichpunkten und dann schreibst, wenn du nach Hause kommst. Problem ist, wenn ich dann nach Hause komme, habe ich entweder keinen Bock, Ja. bin zu müde oder hab was anderes zu tun oder keine Ahnung. Wenn ich jetzt ein Surface hätte, dann würde ich das Surface rausholen und einfach mal eben eine Seite, eine halbe Seite, zwei, drei, fünf Seiten schreiben. So, im Bus oder Ja. so oder was auch immer, wo ich gerade bin halt, ne? Klar, ja, das Ja. ist natürlich schon praktisch dann für unterwegs. An sich ist das schon ganz cool.
Gut, höchstwahrscheinlich gibt es die Tastatur. Ich finde, an der Tastatur kann man gut schreiben. Mir gefällt sie sehr gut. Kommt natürlich auch immer drauf an. Es gibt ja da verschiedenste Vorlieben. Manche mögen die Tastatur ja so Cherry-mäßig. Kennst du noch die Cherry-Tastaturen, die dann so weich sind? Die keinen so ein Punkt. Das Boah, hasse ich. ich hasse das auch. Also wir waren ja schon oft oder Saturn oder keine Ahnung wo, irgendwo wo der Surface halt Ja. ausgestellt war, ne? Und dann habe ich immer ausprobiert, so, oh ja, und schon mal so, oh, ich freue mich schon Ja. so. Aber da war da diese minderwertige, weiche Tastatur, ne? Und dann schreibst du so, du hast gar kein Gefühl und bäh, das ist, ah, ich habe selten so was Widerliches getippt. Ich meine, Ja. bei normalen Tastaturen gibt es ja auch tausend Unterschiede. Früher habe ich immer gedacht, ich kann nur mit so tiefen Tastaturen schreiben, wo die Tasten auch wirklich so Na. eine gewisse Höhe quasi haben. Inzwischen, meine Tastatur ist voll flach, die ich jetzt halt habe, muss ich mich halt dran gewöhnen. Inzwischen finde ich Ja, das fast geht mir sogar auch besser. so. Aber halt das ist was, ich glaube, da kann ich mich nicht dran gewöhnen. Das ist einfach so, es fühlt sich einfach nicht mal irgendwie, das ist keine Vorliebe, das fühlt sich aber scheiße an. Das ist minder, weil man hat kein Feedback irgendwie, das ist ganz komisch. Redest du jetzt von der Touch-Tastatur, von den Cherry-Tastaturen? Also ich weiß halt nur, bei mir war es halt so, bei den, da gibt es halt immer diese alten Cherry ist ja relativ beliebt, was so Business-Tastaturen angeht. Und was die halt oft auch, oder einige Typen mittlerweile, ist vielleicht auch anders, haben, ist, ich mag bei Tastaturen ist immer, wenn ich drücke, dass dann so ein Punkt kommt, so ein Punkt, wo dann die Tastatur richtig schnell runtergeht. Das ist einfach so ein Widerstand, den ich dann überwinden muss, dann macht's klack. Und dann ist die Taste gedrückt. So einen kleinen Widerstandspunkt. Und dann gibt es eben auch diese alten Tastaturen, war das früher vor allem so. Und ich meine, dass die eben auch von Cherry noch so gibt. Manche Leute, vor allem welche, die sehr viel schreiben, finden das scheinbar irgendwie sehr cool. Die haben diesen Punkt nicht, sondern die sind einfach nur so, wie als würde man so eine Feder runterdrücken. Und das finde ich so ätzend. Da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Mittlerweile ist es bei mir eigentlich auch so, dass ich auf flachen Tastaturen sogar fast lieber schreibe. Ja. Und die Surface-Tastatur ist ja halt ziemlich flach. Und ich finde die, also mir hat die total getaugt, aber muss man halt selbst ausprobieren, wie man die findet zum Schreiben. Weil es gibt natürlich sicherlich irgendein Laptop, das eine optimalere Tastatur hat. Ich meine, die Surface-Tastatur ist halt einfach das Beste, was du aus einer Tablet-Tastatur, die gleichzeitig als Schutzhülle fungiert und deswegen halt auch entsprechend dünnes machen kannst. Was aber noch lange nicht heißt, dass sie die beste Tastatur ist. Und da muss man halt schauen. Ich finde schon, dass man auf die lange schreiben kann, aber es gibt sicherlich Optimaleres. Aber ich finde halt diesen Nachteil, wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass es das ein riesiger Nachteil ist, weil es jetzt meines Erachtens immer noch ein gutes Schreibgefühl hat. Und also zumindest ich lange drauf schreiben kann. Den macht es halt auch wieder wett durch andere Dinge, wie zum Beispiel, dass ich es halt dann als Entertainment-Device zu Hause nutzen kann. Mit 12 Zoll ist es ja auch noch vergleichsweise groß für ein Tablet, was ich eigentlich ganz cool finde, aber auch nicht zu groß, dass es jetzt wieder unangenehm wäre. Und halt auch von der Dicke her passend und allem. Das einzige Problem, das ich noch sehe, ist halt einfach, wo es noch nicht optimal ist, ist die Hitzeentwicklung. Da merkt man einfach schon, dass es schon zum Teil, also gerade am Anfang, wenn man das Firmware-Update noch nicht runtergeladen hat, das aktuellste, dann ist es wirklich extrem. Dann war es bei mir so, und dann habe ich es in der Schule irgendwie benutzt. Und dann war es schon, allein wenn ich in OneNote zu lang war, wenn ich OneNote irgendwie, was weiß ich, 20 Minuten offen hatte, dann ist plötzlich der Lüfter angegangen und ist ausgerastet und das Ding ist warm geworden und dann hat man gemerkt, ja, oh Scheiße, jetzt geht mein Saft weg. Die Batterie verschwindet, sie rennt davon. Aber mit dem neuesten Firmware-Update ist es sicherlich jetzt nicht so gut wie jetzt ein normales Laptop. Aber ich würde sagen, für den Formfaktor, den das Gerät hat, also wenn man die Dicke ansieht und so, ist es eigentlich ziemlich gut. Und ich komme eigentlich, wenn ich jetzt normal so OneNote und halt Word und was man halt so beim, in Anführungsstrichen, Arbeiten halt braucht, benutze, dann komme ich auf jeden Fall gut durch einen Schultag. Wenn ich jetzt halt irgendwie 3D-Anwendungen oder Premiere benutzen würde, dann müsste ich da mir eine Steckdose suchen.
klar, aber das macht man ja auch eigentlich selten unterwegs. Ja. Sondern halt, wenn Aber man sonst ist es echt cool, also muss ich ja. sagen, ist schon von der Idee her und von dem, was es macht, meines Erachtens bisher das beste Gerät in der Kategorie. Also ich kenne jetzt eigentlich, ich finde es eh traurig, dass so wenig Hersteller das versuchen. Toshiba hat jetzt, glaube ich, letztens auch noch irgendwie so ein Tablet rausgebracht, mit Stift vor allem halt. Und sonst gibt es halt noch die Teile von Wacom, die sind ja was weiß ich wie teuer. Und ansonsten gibt es sehr wenige Hersteller, die auch versuchen, so ein Tablet zu machen, das halt einerseits Tablet, andererseits aber auch Laptop ist. Was ich schade finde. Und halt vor allem der größte Vorteil meines Erachtens, also gut, es gibt ja nicht schon ein paar so ein Tablets, die gleichzeitig zumindest Notebook und Tablet gleichzeitig sind. Also natürlich nicht die Leistung haben, weil sie meist nur einen Atom-Prozessor drin haben, aber gut. Aber die haben dann halt meist auch keinen Stift. Und der Stift, der ist natürlich schon nice. Also ich würde mir so schnell kein Tablet mehr ohne Stift holen, weil, also zumindest für mich ist das relativ essentiell, dadurch, dass ich auch sehr gerne zeichne und dann halt Photoshop dort gut benutzen kann und halt auch einfach in der Schule zum Mitschreiben oder wenn ich jetzt PDFs habe, dann kann ich da auch mit Notizen machen und das ist halt schon echt Ja, praktisch. wobei diese Handschrift, also im handschriftlichen Notizen, da frage ich mich immer noch so ein bisschen, ob man da so dieses Feedback hat, wie man auf Papier schreibt. Weißt du, so dieses, keine Ahnung, ich bin ja bei vielem irgendwie ganz komisch, noch so analog Na. Mensch, obwohl ich irgendwie schon zur Generation Internet gehöre. Keine Ahnung, ich mag ja auch Oh Vinylplatten ja, und so. Vinylplatten sind super, das Ja, knistert. aber keine Ahnung, ich finde es halt immer noch geiler, wenn ich mit dem Kuli auf Papier schreibe. Und ich mag auch so, wenn ich so geiles Papier habe. Ich finde, weißt du, so Papier, was halt nicht einfach Papier ist, sondern richtig geiles Papier. Oh, fuck, ist mein Mikrofon umgefallen? Sondern so richtig geiles Papier, so. Keine Ahnung, so ist es dicker und Ja, hat irgendwie so eine raue klar. Oberfläche oder sowas. Keine Ahnung, Ähm, sowas, solche Sachen. es ist, es ist kein Wacom-Tablet. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Zeichentablet habe, dann merke ich, das hat so eine raue Oberfläche. Und da fühlst du so wirklich mit dem Stift. Sonst hat man ja groß bei Tablets oder generell auch, was man sicherlich jeder kennt, wenn der DHL-Mann kommt und man unterschreiben muss auf dem seinem komischen Ding, das ist ja ein Graus. Hauptsächlich, weil der Stift Ja, einfach auf diesem genau. Display so umherrutscht, dass man nicht wirklich dann Widerstand hat. Und deshalb Wacom zum Beispiel, und die sind natürlich auch führend, was das angeht, auf ihren Zeichentablets ganz gut gemacht, dass du halt wirklich dieses raue Gefühl hast, dass der Stift so einen gewissen Widerstand auch hat, was natürlich sehr hilft, um dass es sich auch sehr papiermäßig und so anfühlt und halt natürlich. Das hat das Tablet jetzt nicht super. Also das ist schon ein bisschen Umgewöhnung, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm wie auf diesen DHL-Dingsels. Es hat schon mehr Widerstand als die. Also ich finde schon, ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man so ein paar Tage mal drauf geschrieben hat, dann fühlt sich's eigentlich relativ natürlich an, dann geht's auch eigentlich ziemlich gut. Also ich Ja. schreibe mittlerweile eigentlich echt gerne auf dem Teil. Gut, ich schreibe in letzter Zeit eh relativ ungern und wenig handschriftlich, weil ich ein Problem mit meinem Handgelenk habe, dass es einfach nach einer Zeit ziemlich wehtut und ich da lieber die Tastatur eigentlich benutze. Aber bei gewissen Dingen geht's halt einfach nicht wie in der Schule oder so, weil ich da nicht schnell genug bin oder halt Formeln oder ähnliches mitschreiben muss. Und da schreibe ich dann halt mit dem Stift und das geht schon. Also da schreibe ich ganz gern. Das sehe ich jetzt nicht so das Problem. Auch wenn ich halt hin und wieder dann schon vermisse, meinen Füller zu benutzen, weil ich es einfach lieb mit Füller zu schreiben. Aber an sich Oh finde Gott, ich, Füller. kann man mit dem auf jeden Fall. Für mich ist es mittlerweile ein Blockersatz. Komplett. Also ich schreibe eigentlich so gut wie gar nichts mehr auf dem Block. Auf dem Block schreibe ich nur noch, wenn ich mein Tablet vergessen habe. Ja. Oder wenn es gerade irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mein Ladegerät vergessen habe.